Hallo und herzlich willkommen hier zu Inshore Talk aus dem Stadion der Eintracht Frankfurt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie beide heute da sind, beziehungsweise Sie sind ja eigentlich der Hauptgastgeber. Wollen Sie vielleicht mit der ersten Frage anfangen? Ja, ich finde das toll, der Gastgeber zu sein im Stadion, obwohl es ja eigentlich der Herr Hillmann ist, aber gut. Die Rolle gefällt mir, die werde ich auch bis zum Ende nicht mehr zurückgeben. Aber was mich vielleicht interessieren würde und was vielleicht ein ganz guter Start ist, einfach mal zu sagen, wenn man die letzten Jahre jetzt mal auf die Eintracht schaut, ist das ja ein sensationeller Erfolg. Und es ist wirklich beeindruckend und ich darf mich nur erinnern an die letzte Saison international, wo im Grunde ganz Deutschland gefiebert hat und gesagt hat, Eintracht Frankfurt hält die Flagge, die Fahne hoch. Wie ist das eigentlich gewesen? Was sind so die Erfolgsparameter? Es wirken immer viele Dinge zusammen. Es ist nie immer nur ein Grund, sondern es sind tatsächlich mehrere. Und ich glaube, wir haben in der Zusammenfügung der verschiedenen Dinge da recht gut gearbeitet. Und ich glaube, immer ein guter Ertrag ist, wie draußen in der normalen Welt, kommt auch immer von harter Arbeit. Das ist bei uns, glaube ich, mehr als auch nochmal an anderen Standorten in den letzten Jahren so gewesen. Wir haben vor 4 Jahren mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Und das war für uns so eine Grenzerfahrung, um zu sagen, das wollen wir nicht mehr erleben. Und deswegen wollen wir Dinge anders aufziehen, Vollgas geben. Und dann gibt es am Ende 3 wesentliche Bereiche, die musst du gut zusammenfügen. Du brauchst eine richtige Mentalität, also eine Arbeitshaltung, Fleiß und auch eine hohe Aufmerksamkeit. Du brauchst ein gutes Händchen bei der Zusammenstellung einer Mannschaft. Und du musst das, was du ansonsten auch tust in einem Club, in der Vermarktung, in der Kommunikation sauber aufeinander abstimmen. Also da ist sehr viel Detailarbeit zu machen. Und nur wenn du diese Faktoren alle in einem gesunden Maß beherrschst, dann bist du auch erfolgreich. Aber wie man auch aktuell sieht, selbst unter diesen Annahmen kannst du plötzlich in sportliche Krisen oder in negative Schwingungen geraten, von denen du manchmal gar nicht weißt, wo die herkommen. Wir arbeiten genauso wie vorher auch, sind die gleichen Leute. Es ist das gleiche Prinzip, ist die gleiche Mentalität, aber auf einmal läuft es nicht und jetzt musst du Dinge wieder anpassen und das ist, wenn man so will, eigentlich in Klammern der 4. Aspekt. Du brauchst auch eine gewisse Fähigkeit, dich immer wieder neu zu erfinden. Aber als Sie das gerade so gesagt haben, fällt mir eine nette Anekdote ein, die geleitet hat, als die Kooperation der Eintracht und Deutscher Filmversicherung vertieft wurde, nämlich 18, wo wir ja einen Börsengang geplant haben und wo wir ja auch die Zusammenarbeit sehr stark fokussiert haben auf den Börsengang. Und wir haben ja da einen Slogan verwendet, zwar Adler auf Kurs. Ja. Und dann fing die Saison an, die lief nicht so richtig glücklich für die Eintracht. Dann kam DFB-Pokal, da sind wir rausgeflogen. Und dann habe ich mal so scherzhaft zu einem ihrer Mitarbeiter gesagt, naja, 2 Adler auf Kurs scheint nicht so richtig zu passen. Kurz danach haben wir den ersten Börsengang abgesagt und der Mitarbeiter aus ihrem Haus rief mich wieder an und sagte, naja, das mit 2 Adler auf Kurs scheint nicht zu klappen. Da war die Eintracht schon im Erfolgskurs. Und was nett daran ist, ich glaube, die Saison abgeschlossen mit Platz 7, also super Saison und wir waren an der Börse. Also von daher muss man, glaube ich, auch, wenn Sie das gerade so geschildert haben, auch vielleicht ein bisschen länger durchhalten und darf nicht nur Situationsbetrachtung vornehmen. Also das ist auch, glaube ich, das, was auch beide Unternehmen Kraft ihrer Beschaffenheit, Aktionärsstruktur der handelnden Person auch auszeichnet. Wir haben eine ruhige Hand. Wir haben ja auch schon auch mal Durststrecken in den letzten 3-4 Jahren gehabt. Also in jeder Saison auch wirklich eine Schwächephase. Und das hat auch mit der Tatsache zu tun, dass wir eben keine Mannschaft am Start haben, die Kraft ihrer Besetzung erstmal deutscher Meister wird. Sondern es geht immer auch darum, in schwierigen Phasen eine ruhige Hand zu behalten und Kurs zu halten. Und das ist ja in Ihrem Unternehmen, der Deutschen Familienversicherung, auch so, das Kurs halten und die Dinge immer wieder nicht mit großer Aufgeregtheit anzugehen, sondern mit einer Anpassung, da sind wir wieder bei dem Wort der Readjustierung der Ziele, die man vorhat, weiterzugehen. Und die Vereine, die Nerven verlieren in solchen Situationen, also sofort Trainer entlassen, das Personal austauschen, das sind die Vereine, die von einer Krise in die nächste stolpern. Sie lachen. Das kann schon nur damit zu tun haben, dass sie dem HSV nahestehen. Das stimmt leider. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, das ist der Fall. Ich habe auch ganz zufällig an Blau, Weiß und Schwarz denken müssen in der Situation. Aber ich glaube, Sie haben was Wichtiges angesprochen, ist das Durchhalten und in der Situation. Meine Frage an beide ist,
wie in der Situation, wenn sie zwei Optionen haben, ja, und sie sind in der Situation, wo sie handeln müssen, weiß man ja nie, ja, was die richtige ist. Das weiß man ja erst hinterher. Wie minimieren sie die, oder wie maximieren sie die Erfolgschancen, wenn sie in der Situation sind, sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich was anderes machen. Wie maximieren sie die, wie stellen sie sich oder versuchen sicherzustellen, dass sie die richtige Entscheidung treffen? Also die Qualität der Vorarbeit ist entscheidend. Also alle Parameter beleuchten, die eine Rolle spielen. Und dann gibt es etwas, was im Fußball besonders zählt, die Erfahrung und das Bauchgefühl, das du hast. Wenn du dem nicht vertrauen kannst, was du tief in dir spürst als den richtigen Weg, bist du schon verloren. Du musst also die Zahl derjenigen, die auf dich einreden, ob das aus dem Fanumfeld ist oder ob das aus dem Medienumfeld ist, schon in einer schwierigen Situation so gering wie möglich halten. Das Urvertrauen in einen Instinkt, und ich bin jetzt kein Fußballfachmann. Ich habe die sportlichen Entscheidungen in den letzten Jahren immer nur mitgetragen, aber nie selber angestoßen. Aber ich habe beobachtet, dass die Entscheidungen, die quasi auf das klare Bauchgefühl und der inneren Überzeugung getroffen worden sind, unter Berücksichtigung vieler Faktoren die richtigen waren. Und alle anderen, getrieben von außen, getrieben von den Medien, getrieben unter dem Feuer, dem tagtäglichen Trommelfeuer, das du im Fußball auch mal aushalten musst, die waren alle scheiße. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Analogien. Also erstens ärgert mich die Leute, die immer nachher sagen, wie hätte man es machen können, nämlich aus der anderen Perspektive ist es immer leichter. Aber ich glaube, es gibt viele Analogien, nämlich durchhalten, auf verschiedene Perspektiven mal verändern. Sie haben das eben geschildert, auf Fans, auf Spieler, auf wirtschaftliche Lage, also Perspektivenänderungen bei Entscheidungen zu machen. Ich glaube, Erfahrung und damit Bauchgefühl gehört unheimlich dazu. Und es gibt mal eine Analogie aus einem anderen Sport. Einer der ganz großen Golfer wurde mal gefragt, wie das eigentlich mit dem Glück beim Spielen, beim Golfen ist. Und er sagte, das Spannende wäre, je mehr er trainiert, desto mehr Glück hat er. Und ich glaube, da ist auch dieses Glück des Tüchtigen dabei, der nämlich sagt, wie mit beschäftige ich mich der Fragestellung, wie finde ich an Lösungen heran, und damit ist eine deutlich höhere Trefferquote. Von daher habe ich in Ihrer Erklärung vieles festgestellt, was auch in der Versicherungswirtschaft in Entscheidungsgrundlagen sind, und das mag vielleicht nicht auf den ersten Blick klar sein, dass Bundesliga-Mannschaft, sagen wir Management mit Versicherungsmanagement doch so wie Analogien dann an dem Punkt hat. Es gibt, glaube ich, eine zahlreiche Analogien, also generell mit Wirtschaftsunternehmen. Ich meine, Fußball ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber, und das ist der entscheidende Punkt, bei uns gelten andere Schwerkräfte am Ende, weil das Wichtigste ist, was man mitnehmen muss, am Ende machen wir das Ganze, auch wenn es Profisport ist, nicht um Geld zu verdienen als Unternehmen. Das ist nur ein Durchgangsstadium, um sportlichen Erfolg zu haben. Aber die Währung, die bei uns gilt, ist nicht wie bei Ihnen an der Börse am Ende zu gucken, wie waren Umsatz und Ertrag, sondern bei uns zählt, was hast du eingefahren, wo stehst du in der Tabelle und was löst es bei den Menschen an positiven Gefühlen aus. Das ist ein zentraler Unterschied, der aber unsere Aufgeregtheiten deutlich höher werden lässt, als wenn bei Ihnen der Aktienkurs mal unter Druck ist. Also es gibt aber noch eine Analogie, im Vertrieb sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir so einen ähnlichen Aspekt wie beim Fußball auch, nämlich der Lorbeerkranz von heute ist der Kompost von morgen. Das heißt, man hat eine Liga gespielt, hat einen Platz und am nächsten Spieltag ist alles auf Null gestellt. Das ist mit dem Vertrieb genauso. Bei neuen Saison, ne? Ja. Neue Saison, neues Jahr. Ich war sensationell gut ein Jahr vorher, aber am 1.1. zählt das schon nicht mehr. Und ich glaube, da gibt es eine Analogie zu diesem sportlichen Approach. Ne? Das stimmt, ja. Wir haben jetzt über die sportliche Dimension geredet, über das Taktische, über das in Situationen umgehen, viele spannende Aspekte. Meine nächste Frage ist, als wir darüber geredet haben, wie machen wir unseren ersten Podcast hier, und die Eintracht kam auf, war ich hellauf begeistert, nicht nur wegen der sportlichen Entwicklung, sondern auch, Sie machen ja unglaublich viel auch hinter den Kulissen, Erweiterung des Geschäftsfeldes, Digitalisierung und wirklich, Sie haben da ja sehr viel in den letzten Jahren gemacht. Was ist denn da sozusagen die Höhepunkte, die Sachen, die Sie mal den Leuten schildern können, was Sie alles so da gemacht haben? Man könnte jetzt die Punkte an sich alle aneinander reihen, aber man muss einen Gedanken vorwegnehmen. Warum geht ein Fußballclub, der eigentlich erstmal dafür sorgen muss, dass 11 Leute oder meinetwegen 16 oder auch 24 in einer Saison auf dem Rasen erfolgreich punkten in Geschäftsfelder, die erstmal nicht total fußballaffin sind. Merchandising ist klar, Ticketing ist klar, aber wir gehen ja auf ganz neue Bereiche und berühren ganz neue Geschäftsfelder, die eigentlich erstmal nicht fußballbezogen sind. Warum machen wir das? Und es ist relativ einfach zu erklären.
Der Wettbewerb verlangt es von uns, weil wir mit Clubs konkurrieren heutzutage, die in der Situation sind, dass sie entweder sehr viel Geld von außen bekommen oder sehr hohe Sponsoringerlöse generieren. Und wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, brauchen wir ganz neue Ertragsquellen. Der zweite wesentliche Ansatz ist, wir müssen eine Balance finden zwischen der Existenz als Traditionsclub, der der Basis und den Menschen, den Fans und den Mitgliedern verpflichtet ist, aber gleichzeitig als professioneller Hochfrequenzbetrieb. Bei uns geht es um Leistung, auf dem Platz und daneben. Wer daran nicht teilnehmen will, hat im Profifußball nichts verloren. Das in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen, bedeutet eine ganze Reihe von Maßnahmen zu entwickeln, die genau auf beides einzahlen. Und das heißt bei uns, wir brauchen infrastrukturelle Voraussetzungen, um gut arbeiten zu können. Wir bauen eine neue Geschäftsstelle. Wir brauchen ein Stadion, das digitalisiert ist von vorne bis hinten. Daran arbeiten wir gerade. Wir bauen eine digitale Plattform für den Club und für die gesamte Region, in der wir dieses Stadion und den Club quasi mit den Menschen und dem, was sie im Alltag brauchen, vernetzen, sind ja auch die Felder, wo wir zusammenarbeiten. Viertens, du brauchst die richtigen Leute, die in der Lage sind, das so komplex zu denken. Das heißt, du musst andere Leute auswählen als in der Vergangenheit. Mir hilft es nicht, ich sage das mal so salopp, wenn ich jemanden mit 100 Länderspielen hole, der bei mir im Marketing eine gute Figur macht. Sondern ich brauche andere Leute, die ja von Unternehmensberatungen kommen und heute verstehen, wie Dinge in der Vernetzung funktionieren. Und der fünfte Punkt, um das abzurunden, ist, ich muss am Ende bei allem Haltung zeigen und authentisch sein. Das Werteverständnis eines Clubs ist heute viel wichtiger als noch vor 10 oder vor 15 Jahren. Also für Diversity einzustehen, dich für eine Vielfalt auch in Geschlechterfragen stark zu machen, sich gegen Rassismus zu wenden. Alles andere kann in einer Region wie Frankfurt Rhein-Main gar nicht funktionieren. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Schilderung und für diese Zusammenfassung. Für mich hört sich das so ein bisschen auch an, wenn ich mit Herrn Schindenfurg rede. Teilen Sie denn so ein bisschen die Einschätzung? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man die Reduzierung eines Versicherungsunternehmens nur auf die wirtschaftliche Thematik ist zu kurz gedacht. Natürlich, wir sind als Aktiengesellschaft, wo wir Geld verdienen. Aber was bieten wir an? Wir bieten situativ für die Menschen Versicherungsschutz an, der ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Leben frei zu gestalten. Also wir bieten Pflegeversicherungen an, für den Fall, dass jemand in Pflege kommt, wirtschaftlich in die Verluste zu geraten. Wir bieten private Haftpflichtversicherungen, dass Menschen auch tatsächlich ihr Leben so leben können und keine Angst jeden Tag haben müssen, etwas zu tun. Also von daher, glaube ich, ist natürlich die wirtschaftliche Erfolg ein wichtiger Parameter, weil ohne den wirtschaftlichen Erfolg können wir unser Geschäftsmodell nicht betreiben. Aber es geht um mehr, nämlich Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben so zu leben, wie sie wollen, weil sie vor den Risiken des Lebens geschützt sind. Und von daher sehe ich da auch ein Stückchen mehr als nur diese wirtschaftliche Komponente. Und Herr Hellmann hat auch das Thema Digitalisierung angesprochen, Modernisierung, Geschäftsfelderweiterung. Da ist ja die Deutsche Firmenversicherung ja auch ganz aktiv. Was sieht da so die letzten 12 Monate bei Ihnen aus? Also ich glaube, das ist natürlich gefährlich, wenn Sie mir den Ball zuspielen zur Digitalisierung, dann werde ich jetzt den Teil des Gesprächs auch wirklich damit belegen. Aber nein, wirklich mal im Ernst, in der Tat. Und ich glaube, die jetzige Zeit zeigt ja genau die Situation. Also wir sind ein extrem digitales Unternehmen und wir sagen von uns selber, und das sagen auch Dritte über uns, wir sind der digitalste Versicherer Deutschlands, Europas und der eine oder andere denkt sogar des Universums. Also Realität müssen wir sehen, wir beschäftigen uns mit Kunden, die ihr Leben anders gestalten, bei denen plötzlich das mobile Telefon, dieses Gerät, der Mittelpunkt ihres Lebens ist. Was hier nicht drin ist, findet im Leben der Menschen nicht statt. Punkt. Das kann es gefallen oder nicht gefallen, das ist aber eine Realität. Das heißt, wir müssen es schaffen, die Menschen mit ihrem mobilen Gerät in den Mittelpunkt unserer Betrachtung zu ziehen. Und deshalb müssen wir zum Beispiel Antragsstrecken, also wie komme ich an den Versicherungsschutz, über ein mobiles Gerät generieren. Wir machen heute rund 60% unseres Geschäftes über ein mobiles Endgerät. Und mit einer gewissen Affinität zum Gerät heißt das, in 2 Minuten haben Sie den Versicherungsschutz beantragt, eine Minute später ist die Police da. Und wenn Sie dann in dem System sich für Amazon Pay oder PayPal entscheiden, ist auch der Zahlungsprozess erledigt, Sie haben vollen Versicherungsschutz. Also ich glaube, diese Digitalisierung, ohne die geht es gar nicht mehr. Und wenn wir die derzeitige Zeit uns anschauen, ist die Fragestellung, wir brauchen zu niemandem zu gehen, sondern wir kommen über die digitalen Medien, können wir den notwendigen Versicherungsschutz, den Menschen haben, digital ohne persönlichen Kontakt herstellen. Hat ein Mensch eine Frage, kann er bei uns anrufen. Da gibt es noch Menschen, die in der Lage sind, die Fragen zu beantworten. Aber das Ziel muss es sein, über digitale Prozesse es komplett abzuwickeln.
Was ich ja spannend bei dem Thema Amazon Pay finde, also die sofortige Bezahlung, die Einlösung auch des ersten Versicherungsbeitrages, ist ja auch spannend für Vermittler, weil häufig dann der Vertrag erst überhaupt zustande kommt und dann hat man so ein bisschen, ich war ja selber auch mal Versicherungsvermittler, dann hat man so ein bisschen die Nervosität, ne, passiert es denn jetzt wirklich, kommt der erste Beitrag denn wirklich, ist dann sofort erledigt, weil die Leute sagen, komm, ich mache das jetzt hier mal sofort schnell digital. Aber Kira, es wird eigentlich noch besser. Ja, okay, jetzt bin ich spannend. Wenn Sie einen Amazon-Account haben und ich würde mal sagen, wer hat keinen Amazon-Account? Eigentlich hat jeder einen Amazon-Account. Gehen wir nicht nur darum, dass wir ein Amazon Pay haben, sondern wenn wir die Antragsstrecke haben auf dem mobilen Phone, dann geben Sie einfach, melden sich mir Ihren Amazon-Account an, dann sind sofort alle Adressdaten bereits drin. Sie brauchen da nichts mehr eingeben. Drücken dann weiter Amazon Pay und dann in der Tat ist die hinterlegte Kreditkarte, wird sofort belastet und der Zahlungsprozess ist abgeschlossen. Das heißt, Sie können tatsächlich Eingabe der Daten plus Zahlungsprozess in 2 Minuten erledigen. Und man kann es gar nicht glauben, aber plötzlich ist der Abschluss eines Versicherungsvertrages gibt einen gewissen Lustgewinn. Da bin ich mal gespannt, wenn wir eine Umfrage machen in ein paar Jahren, wie das so ist. Herr Hellmann guckt auch so ein bisschen ungläubig bei unseren Schilderungen, glaube ich, eher so. Wir sind total begeistert bei diesen Dingen. Ganz und gar nicht. Ganz überhaupt nicht so ungläubig. Ich bin totaler Fan von der Technik und dem Digitalisierungsgrad der deutschen Familienversicherung, weil ich auch glaube, dass genau das, und das kann ich Ihnen auch als Versicherungskunde sagen, in der Vergangenheit das Nervigste an dem gesamten Beziehungsgeflecht zur Versicherung war. Das eine ist das Abschließen und das andere ist das Regulieren. Und ehrlich gesagt, mir graut es heute noch manchmal in manchen Vertragsverhältnissen, in denen ich traditionell gebunden bin, wenn ich am Ende irgendwie eine Rechnung von einem Arzt irgendwie einreichen muss und dann irgendwie lange Kuverts bekleben, Dinge abschicken muss und all diese Sachen kann man in dieser Welt heute einfacher lösen. Die deutsche Familienversicherung hat sie einfach gelöst und deswegen glaube ich, wird das ein irre erfolgreiches Modell auch in der Zukunft sein. Das ist der Weg, den man in der Digitalisierung einschlagen muss und da gibt es gar keinen anderen. Und Schadenregulierung, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich Proof of Concept. Das ist der Beweis, dass ich richtig Police abgeschlossen habe. Und das, was Sie gerade schildern, Hellmann, in der Tat, 40-45% aller Schäden regulieren wir, indem der Kunde über sein mobiles Gerät die Rechnung abfotografiert. Und wir brauchen im Schnitt 2-3 Minuten. Wenn es ganz super läuft, sogar 50 Sekunden. Wenn es ganz blöd läuft, 4 Minuten. Dann ist der Schaden reguliert. Da ist vielleicht die Verbindung auch zum Lustgewinn. Sie haben es eingereicht und sofort da. Oder wie wir so gerne sagen, 3 Stunden beim Zahnarzt gesessen, Rechnung eingereicht, nach 2 Minuten reguliert. Das ist das, und das Schlimme ist, und das ist wirklich etwas, was wir dringend beachten müssen bei den Dingen ist, dass die Benchmark nicht mehr mein erlebtes Versicherungsverhalten der Vergangenheit ist, sondern mein Erlebnis ist, Amazon kann mir ein Buch in 1-2 Tagen liefern. Wenn ich aber bereit bin, Kindle zu akzeptieren, ist die einzige Geschwindigkeitseinheit, die noch zählt, die Übertragungsbreite der WLAN. Das ist die Erfahrungswelt. Jetzt habe ich 3-mal ein Buch gekauft, was wenige Sekunden gedauert hat und jetzt soll ich eine Rechnung einreichen und brauche 4 Wochen. Da sage ich es doch Mist. Jetzt könnte ich sagen, es ist nicht fair, mich mit Amazon zu vergleichen, aber ganz ehrlich, das interessiert den Kunden gar nicht. Nämlich sein Kaufverhalten, sein Konsumverhalten wird er als Benchmark setzen und ich habe es zu erledigen. Und das Argument, bei mir ist es komplizierter, wird beim Kunden nicht ankommen. Sie haben ja vom Lustgewinn gesprochen und wie gesagt, vielleicht haben wir hier noch unterschiedliche Meinungen, wo der Lustgewinn größer ist, beim Fußball oder beim Versicherungskauf. Aber ich glaube, was wir, denke ich, von Fußball und von Eintracht Frankfurt ganz besonders lernen können, ist das Thema Emotionalität. Wenn wir jetzt so an die Versicherungsbranche denken, auch an Vermittler da draußen, auch Leute, die im Betrieb sind und die Läden und die Unternehmen voranbringen wollen. Herr Hellmann, was sind so ein paar Sachen, wo Sie sagen, da können eigentlich Leute da draußen in der Versicherungsindustrie vom Fußball was mitnehmen und lernen? Oder vielleicht haben Sie ja ein paar Tipps und Ideen parat, was wir vielleicht mal ganz anders machen sollten. Ich glaube, einer Illusion darf man sich nicht hingeben. Versicherungsprodukte per se werden diesen Emotionalisierungsgrad, den Fußball oder andere Sportarten oder Lifestyle und Entertainment haben, so nie erreichen. Aber Emotionalität erwächst aus der Identifikation und Identifikation setzt Haltung voraus und Mentalität. Also ich kann mich auch mit einem Produkt, das sieht man beispielsweise bei bestimmten mobilen Endgeräten, die berühmte Apfelmarke,
die sehr angesagt war und die Menschen eine emotionale Beziehung hatten, so dass sie sich sogar Aufkleber auf ihr Auto gemacht haben, so wie man Aufkleber seines Lieblingsfußballclubs drauf macht. Warum ist das so? Es ist so, weil ich das Gefühl habe, hier steht jemand für Innovation, total Hightech, moderne Anwendung und man gibt ein Leistungsversprechen ab. Und so muss aus meiner Sicht eine Versicherung ein Garantieversprechen für die Lebenssituation und damit eine Haltung für Menschen abgeben. Und nur damit schaffe ich eine Identifikation. Die wird nie, das liegt an der pulsierenden Art des Fußballs, natürlich diesen emotionalen Level erreichen. Aber sie bedeutet am Ende sowas wie Loyalität. Sie bedeutet eine Form von Erkenntnis. Sie bedeutet eine Form von emotionaler Sicherheit. Und das ist ja die Währung, die in der eine Versicherung bezahlen muss. Nämlich zu sagen, wenn ich einen Vertrag abschließe und meine Beiträge bezahle, will ich auch im Eintrittsfall die Sicherheit haben, dass das so ist. Je klarer ich diese Haltung verkörper, umso klarer ist meine persönliche Standortbestimmung und meine Identifikation. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen, auch aus bestimmten Verfehlungen, und da ziele ich auf die Automobilbranche ab, aber auch auf andere, dass mit zum Beispiel dem Betrug im Abgasbereich den Menschen das Leistungsversprechen wurde gebrochen. Und was eine Versicherung aus meiner Sicht niemals machen darf, und das gilt für Fußballclubs genauso, ist, wir dürfen dieses Leistungsversprechen, das Haltungsversprechen nicht enttäuschen. Enttäuschen wir das, gibt es einen massiven und dann auch eine negative Reaktion in der Emotion. Und alles, was man sich mühsam über Jahre, weil sowas erwächst ja nicht in wenigen Momenten, sondern sowas baut sich auf über einen langen Zeitraum, was man an Stärke und Haltung geschaffen hat, kann dann kaputt gehen, wenn man vielleicht aus einer kurzfristigen geschäftspolitischen Entscheidung heraus die Leute enttäuscht. Und das ist, enttäuschte Liebe führt immer zu Hass oder zu Abwehrreaktionen oder zu anderen Dingen. Und das, glaube ich, ist durchaus parallel zu übertragen, nur dass unser Leistungsversprechen anders aussieht als das einer Versicherung.